Was bei Mozart besonders eindrücklich ist, ist, dass eigentlich umso länger oder besser man das Werk kann oder kennt, umso mehr Spass macht es einem einfach, das zu singen. Ich glaube, es gibt sicher die Lebendigkeit, die unterschiedlich ist im Fauré und im Mozart. Wenn man Mozart singt, finde ich, ist es ein bisschen mehr mit Power. Das Thema vereint die beiden Stücke. Truo auf jeden Fall und auch das Lied. Gerade in Mozart, wo das erste Stück als Kyrie ist, wo sehr ums Mitleid geht, in dem Sinn, wo wir als Sänger in dem Sinn auch den besingen und versuchen, in dem Sinn rauszuholen. Zimmelmass ist achtstimmig, das ist auch sehr schnell und es ist sehr schwierig zum Singen. Also es gibt natürlich ein paar eher speziellere Stücke, wie zum Beispiel Skitolis in der C-Moll-Messe. Ich finde die C-Moll-Messe einfach sehr viel in die Tiefe, also ich finde es sehr tiefgründig. Finde ich ein bisschen langsamer. Ich finde, das Fauré-Requiem ist etwas sehr Sinnliches, auch zum Singen. Man kommt sehr schnell rein und kann wie mit der Harmonie mitgehen. Sehr auf das Agnus Dei, wo ich sage, dass es mein Lieblingsstück ist. Vor allem die Stelle, wo es ums Licht geht. Thank you.
Wenn ich den Text verstand, also beim Requiem verstand ich ihn halbwegs, dann versetze ich mich in den Gedanken so ein bisschen in den Komponist, was er sich dabei gedacht hat, wo er das geschrieben hat. Das Libera im Pfarrer Requiem finde ich sehr schön. Hört das eigentlich doch ganz gut in der Musik raus, um was es geht. Und das soll Musik ja auch machen, also zeigen, um was geht's. Man spürt das sozusagen, wenn man die Musik hört.